Ja, als de kans zit erop, dan hoor je het niet. Ja, nou, dat is wegen der gut verpflegt worden sind. Stieraugen, Mehlsuppe. Und ja, da haben sie die Distelbecken, die Mehlsuppe gemacht. Ich weiss nicht, ihr hättet sie auch hergebracht, hä? Oder es übersteigt auch eure Kompetenzen, oder? Nein, danke vielmals, dass wir hier in der Baracke Gastrecht geniessen und wenn wir uns anständig verhalten, wenn wir von dem Zwischenfall von gestern Nachmittag wegschauen, dürfen wir vielleicht in zwei Jahren wiederkommen. Dann danke ich die Schminkerinnen. Wir sind jetzt, sie haben hier gute Arbeit geleistet. Und wieder alles aus jemandem neben dem rausgeholt. Und dann möchte ich auch schon danken den Trainer vom Verkehr. Sie wird uns heute auch den ganzen Tag begleiten und schauen, dass wir ohne Zwischenfall durch den Tag durch können. Danke vielmals. Der mächtige Appell. Erne Thomas, Bieser Rueli, Bodemann Walter, Gmönder Hans-Peter, Zellweger Christian, Bieser Sammy, Örtli Roman, Rick Hans, Fendler Walter, Langenauer Urs, Gmönder Christian, Nabelo Semi, Zimmermann Peter, Rick Köbi, Sieben vor zwei.
kennen wir so viel vor allem. Ja, ja, sicher. Also geschlafen haben wir schon nicht wirklich viel. Nein, nein. Von dir erwartet heute. Ja, da weiß ich auch nicht, kommt dann raus. Du musst einfach mal kommen, blutzen. Ja, ja. Und du musst vorausgehen, oder? Ja, einfach so ein bisschen Geld eintreiben. Ja. Und ein Budget? Und kein Problem. Möglichst viel. Frischnacht Hans Koni. Ja. Jost Johannes. Ja. Knüppel Peter. Ja. Gut, sind alle anwesend. Langsam austrinken. Dann gehen wir raus. Einstehen. Dann würde ich noch sagen, am Abend, am Leuenrande, sind alle da. Zum Helfen auszuchen, gell? Auch, wäre auch gut, wenn Kessi nicht übernommen wäre.
pflege ich alte Brüche im ganzen Land. Schon etwa vor 200 Jahren ist die Idee für das Ullnäscher Bloch geboren. Ein paar Männer haben die Sache beraten. Und wie ihr seht, so ist es auch geraten. An einem Ort mit so viel Waldung und Holz ist ein schönes Bloch doch sicher ein Stolz. Man hat nichts vergeben. Es gibt alles zu tun. An so einer Tanne muss man zuerst antun. Zuerst haben die Bösen Holzer in den Wald. Sie haben den Gipfel geschaut, wie es sie fällt. Dann sind sie daher mit Axt und Säge. Ein Rauschen in der Est. Dann ist sie gelegen. Dann das Asten, Schränzen, Böckler und Laden. Viel Hände hat es gebraucht, bis auf den Wagen. Ja, Zimmermänner, Bauern und Zähner haben Wacken geholfen, da ist es anerkennen. Darum sind auch alle vertreten, mit Freude im Herz, sind eure Wetten. An unserem Anzug gehen die Ritter voraus, auch das gehört zu dem alten Brauch. An den Tiechseln zum Zeugen haben wir die gleichen Leute, die das Bloch schon zweckgemacht haben für heute. Ich bin der Fuhrmann auf dem Wagen oben. Brauche einen guten Stand, die Töre zu glauben. Der Grost steht mir gut an. Ich bin der Nächste, auch ein guter Fuhrmann. Wenn ich lebe mit den Gästen, ist gerade wie ein Juchz. Dann zeuche ich die Männer so gern, den Berg auf. Zwei Musikanten sorgen für die Unterhaltung. Der Schmied hat ein Essen. Glocken gewaltig. Er fliegt durchs Kretzo und richtet Zabi. Und zwischen dir schickt er wieder eine Ladung. Pulver und Rauch in die Luft. Ich gebe es zu, es ist nicht gerade der beste Duft. Wie Umweltschützler, denke ich dran. Er stinkt alle zwei Jahre, der Mann. Der Förster, der ist hinterst auf dem Ross. Er schaut für Ordnung, er ist der Boss. Im weiten Mantel, im schönen Neuen, tut er seine Schäle gut betreuen. Die Messkluppe muss er bei ihm haben, dass er das Holz auch gut messen kann. Und der Wagenwart schaut, dass man gleichmässig fährt. Er muss bremsen, wenn es stark nicht so geht, sonst gäbe es einen anderen Salon. Musikanten, Bauern, Holzer, Sennen, wir würden die Männer Nummer kennen. Zimmermänner mit ihren gross geratenen Hüten. Auch denen fehlt es gewiss nicht am Gemüt. Der Bär! Der Bär, unser altes Waffenbild, der führt noch Menge Streich im Schild. Oh.
Ja. Das ist love you. I love you. Da fährst du nicht. Löst den Namen um. Meine? Nein, von der Frau. Mira. Von meiner Frau. Hey, es geht dran. Böscheli. Böscheli. Du musst schon 8 Franken zahlen. Du, geh mal das Böschchen holen, kannst du noch filmen. Komm, ich verstehe. Los, Marie. Bring jetzt mal das Böschchen. Türen! Sagen muss, dann sollen wir mal zwei Führer geben. Was für zwei? Zwei Schittchen? Zwei kurze. Aber das sind ja lange. Oh, hat keine kurze. Die alle abgehauen. Jetzt sollen sie ein bisschen weiter kommen. Mach mal gut. Ein länger heben. Schönen Gewand. So ein Frost kostet Tausende von Franken. Darum tönt mir euch von Herzen danken für alles, was ihr in die Büchse tönt. Ich hoffe, dass wir einander in 2 Jahren wiedersehen. So lebt wohl, ihr lieben Leute. Wir müssen jetzt gehen. Es ist wieder Zeit. Wir wünschen euch noch Glück und Segen in Haus und Stall auf allen Wegen. Zufriedenheit und frohe Mut liegt uns ab den Zeller im Blut. Thank you.
Mm-hmm.